Moin moin und herzlich willkommen zu Enshrouded. Ja, wie ihr seht, es hat sich jetzt seit dem letzten Mal, wo wir gespielt hatten, ein bisschen was verändert. Ich habe hier privat ein bisschen zusammen mit der Hel. Dark Anubis. Hi! Alles klar? Wie geht's denn so? Ja, ich habe seit dem letzten Mal, wo wir gespielt hatten, hier ein paar neue Kisten gemacht. Wir hatten ein bisschen zusammen gesammelt. Hier ist ein bisschen jetzt was voll, weil ich jetzt heute eigentlich endlich mal aktiv mit dem Bauen, also richtig anfangen will. So, und ich habe mir aus einem anderen Speicherstand von mir mal quasi alles hier irgendwo rüber transferiert. So, hier sind auch noch Bücher für Hel, so was ich haben wollte. So, hier haben wir Dachziegeln, jede Menge, beziehungsweise Baugerüste und so was. Alles Mögliche. Ja, alles klar, Anubis. Dann, ich sag einfach Anubis mal zu dir. So, da haben wir einiges von grob geschnittenen Steinblöcken. Wir haben diese Pflanzenfaserblöcke. Wir haben Gerüste hier. Dann hier haben wir sehr viel von den groben Feuersteinblöcken. Ich habe in einem privaten Durchlauf auf einem anderen Server mal, war ich so nett und habe die ganze Irrwurzburg zu meinem Baugebiet gemacht und alles abgerissen, damit ich an die Teile komme. Und ich hatte hier irgendwo eine Kiste, wo auch nochmal für Hel die Bücher waren. Sie hatte ja eigentlich die Bücher haben wollen als kleine Unterstützung, so beziehungsweise als Bezahlung dafür, dass sie mir hilft. Und ich hatte irgendwo anders noch knapp 2700 weitere Bücher in eine der Kisten hingetan. Ich weiß nur nicht, in welcher das ist. Irgendwo. Darf sie sich auch auf jeden Fall abholen, sobald ich die Siedel selber wiedergefunden habe. Aber wir haben hier noch einiges anderes an Material bei uns. Ich packe das mal alles einfach mal so hier erstmal rein, was ich habe. So, schicken Steinblock packe ich auch mal da rein. Und sortiere das auch mal um irgendwo. So, warte, Holz hatten wir da. Ich muss das eben erstmal einsortieren. Hier hatten wir das Holz natürlich. So, haben wir Lehmpumpen? Ziegel? Nö. Holzscheiter haben wir. Die packe ich mal hier mit rein. Wir könnten da eigentlich so viel machen jetzt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch habe. Was wohin gehört. Hier waren die Nägel, okay. Die packen wir hier rein. Metallplatten müssten dann hier sein. So, irgendwo hatte ich aber noch eine andere Kiste mit anderen Sachen. Ich habe hier auf jeden Fall irgendwo Ausrüstung und so weiter auch noch für mich. Und willkommen zurück, Anubis. So, hatte ich hier nicht eine Flasche mit, eine Kiste mit Flaschen? Oder solche Dinger hier? Ah! Die Dinger brauchen wir. Das war alles aus dem anderen. So. Und dann haben wir wieder voll gemacht. Wir haben wieder Pfeile. So, und hier haben wir Lebensmittel. Wo ist jetzt eigentlich meine Kiste mit den Ausrüstungen und so weiter? Ich hatte eine richtig gute Waffe gehabt. Ich bin ein bisschen blöd jetzt gerade. Ich finde die Kiste nicht. Hier haben wir auf jeden Fall eine bessere Fackel. Die hätte ich auch eigentlich so haben können, aber jetzt haben wir die. Die Wachsfackel. Die ist besser. Und hier. Hier haben wir das edle Schwert. Eine Kupferspitzhacke. Ich hoffe, da ist mir jetzt keiner böse, dass ich die hier jetzt habe. Die Schutzspitzhacke können wir entfernen und dafür packen wir die dahin. Der hat 34 und der hat... Oh. Ja gut, dann halt nicht. Dann brauchen wir die nicht, auch wenn die schicker aussieht. Wo hatten wir die Münzen gehabt? Hier. So, aber... Hier gab es ja auch noch so die Dinger, die wir auch noch irgendwo platzieren können. So, und Dietrich haben wir auch wieder.
Na, haben wir ein bisschen mehr? Ah, hi, hey. Oh, dann mein Beileid, dass du jetzt noch arbeiten musst. Dann, ich hoffe, du kannst meiner Stimme noch lauschen. So. Deine 2700 Bücher habe ich noch nicht wiedergefunden, in welcher Kiste ich die getan habe. Ich habe auf jeden Fall die andere Kiste gefunden, wo die 200 Bücher waren. Die waren hier. Irgendwo. Da. Da waren 136 Bücher und die mit den 2700, die habe ich noch nicht wiedergefunden. Die waren auch in einer dieser Kisten hier. Ich packe die vielleicht irgendwann später hier noch eine separate Kiste hin, wo du dann die Sachen abholen kannst, wenn ich das wiederfinde. Aber wir haben genug Baumaterial jetzt. So, die Dinger wollte ich auch dann mal eigentlich endlich mal platzieren. Dann haben wir von allem ein bisschen mehr. Ich glaube, das wird heute nicht mehr möglich sein. Morgen werde ich wahrscheinlich eh ganz Tag offline sein, weil ich bin da am Sachen packen und dann bin ich ja schon für 2 Wochen weg. Deswegen mal schauen, vielleicht nachgehen. Alles klar, Daniel. Dann viel Spaß noch bei der Arbeit, wenn man das noch Spaß nennen kann. Und viel Spaß im Lurk auch. Ich hoffe, meine Stimme kann ein bisschen Erholung geben, sage ich jetzt mal. Ich packe das einfach erstmal irgendwie random hier hin. So, ich will hier jetzt aber mal anfangen, Baublöcke zu nehmen, die wir haben, die wir eingesammelt haben. Irgendwo. Hier, da sind sie alle. Ich fange mal mit dem Stapel an und dann einfach von hier, sagen wir mal, den Stapel. Und dann wollen wir das Ding hier eigentlich endlich mal renovieren, beziehungsweise für den Fußboden würde das hier eigentlich mehr Sinn machen, finde ich. Diese. Feuersteinblöcke. Oder? Oder vielleicht auch eher nicht. Ich weiß es nicht. Aber hier für die Straße definitiv. Ah, mal schauen. Grob geschnittener Steinblock. Den müssen wir doch noch irgendwo haben hier. Ja, den haben wir hier. Und hier und verwitterter Steinblock. So, ich würde sagen, wir fangen mal erstmal mit dem Keller hier unten an. Den wir angefangen, also den wir schon eigentlich bereits angefangen hatten. Jetzt nur die Frage, ich würde das hier eigentlich auch alles mal wegmachen wollen. Auch wenn es schick ist, was wir hier alles gefunden haben. Unter der Erde. Es ist so viel eigentlich hier unter der Erde versteckt. Ich finde das heftig eigentlich. Richtig viel. So, hier haben wir noch mehr Bücher. Das auch noch mal weg. Keine Ahnung, wofür das jetzt da war, aber ich mache das mal einfacher. Wir haben hier so ein Ding.
So. Hier haben wir ja schon die Wand. Das ist ja schon das Ende. Das heißt, hier müssen wir einmal so. Beziehungsweise passt das auch von der Höhe? Ja, eigentlich passt das von der Höhe. Das ist hier passend, okay. Hier wird vielleicht auch noch irgendwie so eine Wand oder sowas Sinn machen. Wenn die zu ist, gehe ich mal von aus. Bis wohin muss ich eigentlich bauen? Das ist mir noch nicht klar. Wo ist hier eigentlich Ende? Nein, das wollte ich nicht. So, hier. Ach komm, so. So, aber die da sind und auch gerade Zeit haben, irgendwie ein bisschen zu schreiben oder so, erzählt mal, wie geht's euch denn? Ich bin auch gerade irgendwie ein bisschen noch nicht so ganz da, sage ich jetzt mal. Ganz ehrlich, ich bin noch nicht ganz anwesend vom Kopf her. Ich will zumindest hier den Keller ausgebaut haben. Vielleicht, ich hoffe, wir schaffen es heute noch, vielleicht all unsere Kisten da auch umzulagern, beziehungsweise ein Lagerhaus zu bauen. Dann finde ich auf jeden Fall safe die Bücher, alle wieder. Wenn ich dann das alles umplatziere. Und ich freue mich schon, sobald es schriftbare Schilder gibt. Jetzt ist die Frage wegen oben. Wie weit geht denn das? Beziehungsweise ganz oben haben wir auch noch. Will ich hier ja auch was umstellen, also umarbeiten. Weil das soll ja hier dann, also nicht jetzt nicht in dem Bereich, sondern hier. Soll das ein anderes Holz sein? Hier würde ich eher diese, also für die Wände halt immer noch diese Fachwerkblöcke hier. Für den Boden würde ich eigentlich dieses edle Holz machen wollen. Also auf das umändern. Die Fenster belasten wir. Aber dann für die Decke dieses edle Steinblock, diesen edlen Steinblock. Das ist eigentlich eher für mich nach, eher mehr nach Holz aussieht. Also zumindest teilweise. Warte mal. Ich gucke mal, wie weit ist das? Kann ich das schon erkennen, wo das ist?
Da ist es, okay. So, da haben wir schon die Grenze. Also nicht der hier, sondern eins weiter dahinter. Oh, die Erde nervt mich hier gerade ein bisschen. Da ist das Loch, also... Komm, den Millimeter. So. Ah, okay, perfekt. Hier ist also schon Schicht im Schacht. So. Und jetzt da oben. Einmal die Erde weg. Daran? Da war es ganz kurz. Immer diese Millimeterarbeit hier. Okay, Freddy. Timer wird gestellt. Einen Moment. So, 5 Minuten. Oh, warte mal. Abbrechen. So, Brille ist jetzt weg. Und jetzt ist der Timer gestellt. Ich hoffe, du bist glücklich, dass ich jetzt hier diese Millimeterarbeit nicht mehr genau sehen kann. Das hast du jetzt nur gemacht, weil du weißt, ich bin jetzt 2 Wochen nicht da. Und du kannst mich jetzt 2 Wochen nicht ärgern, ne? Was war das denn jetzt? Hallo Freddy, ich hab dich gegrüßt. Ich hatte dich vorhin auch schon gegrüßt. Nicht mal auf seinen Chat eingeht, ne? Danke. Ja, wie soll ich auf den Chat eingehen, wenn ich nicht lesen kann jetzt? So, einen Moment, ich... So, ich muss jetzt richtig nah an den Dings gehen. Ja, ich muss da richtig nah an den Chat gehen. Ich habe da mittlerweile den Chat auch ein bisschen größer gemacht. Ich habe bei mir OBS ein bisschen verstellt. Also, ein bisschen umgestellt und alles. Es ist jetzt auch tatsächlich auf den aktuellsten, die aktuellste Version auch jetzt mittlerweile. Nicht mehr das alte Ding vom letzten Mal. Und ja, Chat habe ich jetzt auch bis mittlerweile größer. Ist, was ich jetzt gar nicht mehr hier stehen habe, ist diese Stream-Statistiken, wo ich so oder so immer alles eigentlich auf ausgeblendet habe.
Die sind dafür jetzt weggefallen. Also das, wo immer normalerweise auch draufsteht, wie viele Zuschauer sind da, die Abo-Punkte und so weiter, irgendwie sowas in der Richtung. Diese Statistik, die habe ich jetzt gar nicht mehr dran. Dafür. Weil ich habe da eh immer, wenn ich das drin hatte, immer so eingestellt, dass ich das eh nicht sehen kann, die Zahlen. Also, dass mir da die Zahlen gar nicht angezeigt werden. Deswegen habe ich mir gedacht gehabt, so, wenn ich das eh nicht nutze, dann brauche ich das auch nicht auf dem OBS-Bildschirm haben. Und dafür war dann jetzt ein bisschen mehr Platz für den Chat, dass der ein bisschen größer werden konnte. So, ich hoffe, die 5 Minuten sind gleich vorbei. Weil, ob du es glaubst oder nicht, ich sehe hier trotzdem alles ein bisschen verschwommen. So, wie sieht es eigentlich hier oben aus? Ist das Loch noch da oder schon weg? Das Loch ist weg. Es ist dunkel. Bett haben wir oben, ne? So, und wir haben jetzt mittlerweile eine bessere Fackel. So, hier ist aber noch keins, ne? Ich muss hier noch ein zweites Bett hinsetzen, falls ich mal wieder irgendwie Hilfe kriege oder so. Dass die dann auch pennen können und nicht irgendwie irgendwo sich was suchen sollen oder sowas. Hatte ich jetzt tatsächlich jetzt das Thema, dass so. Ob ich anders aussehe? Kontaktlinsen? Klar, ich? Ja, natürlich. Ich immer. So. So, der Timer ist um. Der bimmelt. Ich darf die Brille wieder aufsetzen. Ah, herrlich. Ich glaube, das mit dieser Brille, das muss ich irgendwie wegmachen. Ich glaube, das muss ich mal wegmachen. Nee, ihr habt aber sonst eigentlich nichts mehr so viel zum Ärger, ne? Und ich kenne euch doch. Ihr ärgert gerne. Obwohl, das mit der Brille ist auch nicht so schlimm, weil das kann schon eigentlich unterhaltsam sein, finde ich. So. Nicht so wie in 7 Days da mit den diesen Sprengzombies. Das war irgendwann so nervig mit denen, dass die gespawnt wurden. Diese Millimeterarbeit hier. So, da kam ich jetzt ran. Sorry, wenn ich jetzt total konzentriert bin, aber versuche ich hier gerade diese Millimeterarbeit irgendwie hinzukriegen.
komm schon. Ist das mit Maus und Tastatur deutlich einfacher? Ich muss das mal ausprobieren. Einen Moment. So. Ja, obwohl, wirklich, mit Maus und Tastatur ist bauen doch einfacher. Dann bauen wir mal mit Maus und Tastatur hier. Geht auch deutlich schneller. Wirklich viel, viel schneller, ey. Okay, ich bin aber auch Konsolenkind. Also ich bin mit Konsole aufgewachsen. Kanalpunkte, also 20.000 Enttäuschungen möchtest du als Entschädigung haben von mir für die 2 Wochen, wo ich nicht da bin. Da musst du einmal mit meiner Sekretärin sprechen. Die ist aber momentan im Urlaub. Wann sie wiederkommt. Sie hatte mir gesagt gehabt, so irgendwann zwischen dem 30. Februar und dem 32. August. Irgendwann da. Sorry, mir ist jetzt spontan nichts Sinnvolles, Lustiges eingefallen. So, da hat er noch einen Block geführt, okay. Wer diesen Urlaub hat. Ja, dreimal darfst du raten, die Sekretärin. Sie ist ja für die Urlaubsanträge zuständig. Also schön wäre es, wenn es eigentlich an sich auch so einfach möglich wäre, mit Kanalpunkte einfach so verschenken. Wenn das möglich ist, weiß ich nicht wie, aber bisher glaube ich, geht das eher nicht. Obwohl, du bist ja auch... Ne, Freddy, du bist noch nicht Affiliate. Obwohl das eigentlich bei dir schon relativ gut aussieht, dass du das schon wirst. Bei dir ging das aber auch relativ schnell, also sehr, sehr schnell, dass du so eine krasse Zuschauerschaft schon hast. Du könntest schon. Also alle Voraussetzungen schon erfüllt. Glückwunsch auf jeden Fall. Wirklich, mein herzlichen Glückwunsch, dass du das geschafft hast. Ich müsste es auch eigentlich mal schaffen hier, dass ich mal öfters zum Stream komme wieder. Ey, Freddy, kein Thema, wirklich. Also, ich unterstütze gerne kleine Leute. Der Anubis, der vorhin auch noch da war. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist.
Ich habe mit ihm auch schon abgesprochen. Sobald ich aus der Therapie wieder da bin, dass ich mit ihm definitiv auch mal zusammen hier Seven Days spiele. Mal gucken, ob die Neve dann auch dabei ist. Muss ich die auch mal nerven. Deswegen. Könnte auf jeden Fall eine lustige Runde werden. Und dann müssen wir aber auch zusammen hinkriegen, dass nicht nur die Zuschauer von einem von uns hier irgendwelche Viecher spawnen können, sondern wirklich von allen die Zuschauer. Denn mit Neve zusammen war das irgendwie so, dass nur ihre Zuschauer was spawnen konnten. Als ich dann quasi bei ihr zu Gast war. So. Komme ich da ran? Ja. Muss auch noch alles weg. Den einzigen, den ich jetzt aber richtig vermissen werde, ist der gute Schrapse. Der Ehrenschrapse, der hatte irgendwie jetzt auch Schwierigkeiten gehabt, private, worüber er nicht reden wollte. Und da stecke ich auch ganz viel Liebe an ihm, auch, weil momentan er distanziert sich jetzt von Twitch, YouTube und so weiter, Discord. So, und da auch ganz viel Liebe an ihm und auch ganz viel Kraft und alles. Ein guter auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was bei ihm aktuell Phase ist, aber ich wünsche ihm wirklich sehr viel Kraft. So, der hatte sich auch gestern bei mir quasi privat gemeldet noch und gesagt gehabt, so, dass da ein bisschen viel los ist, sagen wir so. Aber wirklich ganz viel Liebe an ihm. Und ich hoffe, ich drücke ihm die Daumen, dass das alles wieder besser wird. Hey, ich mag das wirklich gerade irgendwie mit Maus und Tastatur zu bauen. Deutlich, wirklich deutlich schneller. So, jetzt ist nur die Frage, hier, das hört ja hier auf. Gerade die eine Seite. Dann muss das andere hier irgendwo aufhören. Ich mach das mal damit. Und hier oben. Obwohl, warte mal. Die wieder weg. So, jetzt ist die Frage, wie weit darf ich jetzt in die Richtung gehen? Nee, bitte, ich will das da. Beziehungsweise, warte mal. Nee, das falsche, verdammt. Ich glaube, mit Controller bin ich einfach zu viel besser damit. So, wenn ich das jetzt so mache.
Und dann so abreiße wieder. Wohl. Das sind drei hoch. Wir eigentlich rein theoretisch auf diese Art hier wieder alles freiräumen, ne? Ohne dass da jetzt viel kaputt gemacht wird oder mit kaputt gemacht wird, sagen wir mal so. Vielleicht ein bisschen kompliziert, wie ich das hier mache, aber immerhin so erkenne ich erstens, wie weit ich gehen muss. So, einmal hier drumherum. Ah, okay, hier will er nicht mehr. Okay, nehmen wir den hier wieder raus. Ah, hier ist schon Ende. Okay. Hier hinten ist schon Ende. Dann nur bis hierhin. Okay. Gut zu wissen. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ist da hinten denn Ende? Hier ist echt viel versteckt einfach mal. Wenn ihr wisst, wie viel eigentlich unter Irrwurzburg versteckt ist. Also wenn man da auch mal ein bisschen looten geht, sag ich jetzt mal. Ich glaube, ich müsste eigentlich mal auch so irgendwie mal vielleicht gesonderte Folgen machen oder sowas, wo ich irgendwie zeige, was wo versteckt ist zum Beispiel. In Enshrouded. Denn es ist richtig viel Zeug eigentlich versteckt, wenn man genauer hinguckt. Und allein hier, guck mal, hier haben wir wieder eine Kiste. Zwar mit einer Henkersack, 43 Schaden, Stufe 13, was? So, dann können wir das abbauen. Und hier sind auch wieder
unzählige Bücher wieder. Kann es sein, dass hier vielleicht schon Ende ist? Ich bin mir nicht sicher. Papala. Oder hier ist der Bereich. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr Fackeln, um zu sehen, wo ich jetzt genau da bin. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da oben jetzt, also ist das schon. Zu was gehört das hier jetzt? Heute Open End auf jeden Fall. Also ich schätze, bis 23 oder 0 Uhr habe ich vor, auf jeden Fall mindestens heute zu machen. Weil dafür morgen am Sonntag werde ich heute nicht machen. Morgen am Sonntag werde ich nicht machen. Weil morgen bin ich dann am Sachen packen. Eigentlich heute nur Enshrouded. Mal gucken. Vielleicht, wenn ich Bock habe, wechsle ich noch zu Gothic, weil Gothic wollte ich auch noch eigentlich zu Ende machen hier, Gothic 1. Den dritten Run. Mal gucken. Aber eigentlich eher Enshrouded, weil Enshrouded, da brauche ich noch Folgen für die Zeit, wo ich nicht da bin. Weil sonst habe ich keine Folgen mehr. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Folgen, die gerade, die noch hochgeladen werden. Eine kommt übermorgen. Und die bisher letzte dann am Mittwoch, glaube ich. Und da wollte ich dann halt ein bisschen produzieren, dass dann halt in der Zeit, wo ich nicht da bin, weil ich werde nicht zu Hause sein und ich kann meinen PC da nicht mitnehmen. Kann sein, dass ich vielleicht mit einem Handy in der Zeit dann bei dem einen oder anderen vielleicht mal reinschauen kann. So. Von der Zeit her. Aber sonst bin ich größtenteils eigentlich offline dann. Für 2 Wochen. Da werde ich leider dann auch nicht auf Kommentare antworten können. Werde ich nicht streamen können. Obwohl ich gucke, ob ich vielleicht dann einfach da mal sagen kann, ob ich dann fürs Wochenende oder so mal nach Hause kann. Aber dann, wenn ich sowas machen würde, also dann lohnt sich die Therapie gar nicht. Wenn ich sage, hier, ich brauche 2 Tage oder Wochenende Auszeit von der Therapie, dann brauche ich da auch gar nicht hinzugehen. Deswegen, ich will das knallhart durchziehen.
So, jetzt mal gucken, ist da schon eigentlich Ende oder ist das noch nicht Ende? Oder wann ist Ende? Ich erkenne das da gerade gar nicht. Ist aber auch verdammt dunkel gerade. Habe ich noch mehr Fackeln? Ja, habe ich. Nehmen wir das. Und das fliegende Ding hier mit. So, tauschen wir mal. Das kommt auch nach hier oben hin. So. Wir haben wieder 11 Bücher eingesammelt. Ja, wirklich, wenn man eigentlich solche ganzen Orte und so weiter, Städte und so was untergräbt, wenn man wüsste, wie viele Bücher da einfach mal versteckt sind. So als Beispiel Bücher. Oder auch andere Schätze. So. Kann ich das von unten so anvisieren? Nee, wird schwierig. Wenigstens hat das gefunzt. Also ich sag schon mal so was unterirdisch als da versteckt ist. War zumindest in dem zweite Welt von mir, wo ich das einfach ein bisschen Blödsinn mache. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich auch von Spielstand zu Spielstand variieren kann, aber bei mir war auf jeden Fall unter Irrwurzburg eine richtige Goldgrube an Sachen, die man finden kann. Aber auch was Feuersteine angeht, also Feuersteinblöcke. Auch eine richtige Goldgrube. So, ich wollte eigentlich die Fackeln hier platzieren, ne? Damit ich hier ein bisschen besser sehen kann. Da kriegen wir Licht. So, nächste Ortschaft, die ich vorhabe, dann komplett auseinanderzunehmen, abzureißen und so, wäre, glaube ich, Leuchtenstein. In einem privaten Durchlauf natürlich. Wo ich am überlegen bin, das auch aufzunehmen und dann irgendwie so ein Video draus zu machen, wo ich dann zeige, was es da überhaupt zu finden gibt und alles. Ich glaube, es gibt da schon den einen oder anderen, den das interessieren würde. So, wo ist da jetzt Ende eigentlich? Nein, noch nicht. Ich habe aber auch noch nicht weiter gesucht. Ich habe noch nicht in Gothic 3 weitergemacht. Also Xardas noch nicht gefunden. Ich sag aber so, da ist eigentlich so viel vorproduziert jetzt, was Gothic 3 angeht. Ich glaube, selbst... ich habe noch nicht weitergesucht, ja. Ich habe Gothic seitdem nicht nochmal eingeschaltet. Es sind aber auch, was Gothic 3 angeht, momentan so viel vorproduziert. Ich glaube, die aktuellste Folge... Warte, ich habe das gerade hier neben mir offen. Die aktuellste, die ich geschnitten habe, ist Folge 77. Und ich habe da noch um die 10 Folgen, die ich noch schneiden muss. Bearbeiten muss. So, Pi mal Daumen. Und heute kam, glaube ich, oder kommt die 52. Folge erst raus. Also dauert noch.
Wenn ich das mal so mache, damit das auf einen Nenner ist hier. Was machen wir damit? Das geht dann noch weiter. Okay. Obwohl, nee, da ist schon Ende. Okay. Habe ich nichts gesagt. Das heißt, das können wir eigentlich eher jetzt dafür nutzen. Oh. Warte mal, ich mache da erstmal so eine Umrandung. Traf ich da gerade was nicht, oder? Muss ich obenrum da was machen? Es wird eh wieder dunkel, natürlich. Also wir müssen hier aber auch definitiv ein zweites Bett hinbauen, irgendwo. Ich sehe nichts. Oh, hier habe ich ein Loch reingehauen. Hoppala. Muss ich mal schauen, wie ich das wieder mit Erde fülle. Hier habe ich die Fackeln. Okay, ich weiß, wo ich bin. Und so. Dann haben wir da erstmal wieder Licht. Die da oben einmal alle weg. Ah, okay, ich glaube, da haben wir das schon. Was ich da. Was haben wir hier? Irgendwas zum kaputt machen auf jeden Fall. Warte mal. Ich habe noch die Platten. Viel, viel einfacher. So, komm. Dann hier einfach Wände reinziehen. Da war es doch gerade.
Okay, manchmal verstehe ich es nicht ganz. So, die Fackel wieder weg. Und wieder dahin. Jetzt will ich wissen, wie es oben aussieht. In dem Bereich. Einen Moment, ich glaube, ich muss hier eben einmal das hier komplett abreißen, um zu gucken, was habe ich da gemacht. Weil ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich hier gemacht habe. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, was hier ist. Machen wir einmal komplett drumherum. Nee, warte mal, ich wollte eigentlich das hier da haben. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Irgendwas mache ich hier gerade wirklich falsch. Und verstehe nicht, was ich hier falsch mache. Ah, okay, drunter darf nichts sein, damit dieser Rand hier auftaucht. So. Machen wir hier einmal mit dem Dings voll. Damit hier wieder Erde ist. Ja, das ist das, was ich haben wollte. Weil das, finde ich, sieht deutlich besser aus. Und dann ist hier nicht dieses Loch in. Was war das denn gerade? Keine Ahnung. So, das heißt, dann hier müssen wir genau das Gleiche machen eigentlich. Das heißt, auch hier drumherum.
So, nochmal hier alles. Damit voll. Ja. Okay, hier muss man sich ein bisschen schlau anstellen. Bei der Säule. Okay, hier haben wir es. Und hier ist es genauso. Okay. Dann können wir wieder runter, halt, den Keller ausbauen. Genau, hier haben wir die Wand. Dahin. So. Ne, warte mal, wieder hier hin. Hier haben wir noch viel zu viel Erde rumliegen. So, warte mal, kurz überlegen. Haben wir. Wir haben den hier klein nochmal. So. Fehlt jetzt wieder irgendwas. Einen Moment, ich check gerade nicht, was ich da machen muss. Das Zielen hier ist aber auch manchmal richtig doof. Anvisieren, wo man was trifft. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo muss ich hier, also da jetzt treffen? Ich glaube, hier war das, wäre es am sinnvollsten genau unter. Unter der Wand. Weil der hat ja noch so einen Rahmen drumherum. Genau, das wäre jetzt dann die Reihe, wo wir hin müssten. Und dann müssten wir auch außenrum immer noch diesen
anderen Rahmen da haben. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Also jetzt gerade zumindest. Ich wusste das mal. So, dann brauchen wir hier wieder die Wände. Irgendwas passt da wieder nicht. Ich glaube, das ist eins zu viel hier. Ich glaube, mehr reiche ich da jetzt nicht mehr ab. Dann machen wir das erstmal so einzeln. So, hier ist. Müsste dann das hier eigentlich, glaube ich, der Rand sein, oder? Ich erkenne es kaum. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Da muss ich nochmal kurz nach oben, um zu gucken. Okay, wir müssen da machen. Die machen wir wieder zu. Damit das auch so bleibt, wie wir das haben möchten. Machen wir die Erde auch nochmal weg, die hier rumbewegt. So. Ich wünschte, man könnte noch irgendwie anderweitig entscheiden, so welche Richtung der Block hier abreißen will. Komm, ich muss da unten. So, hier müssen wir runter. Das heißt, an dem orientieren wir uns dann mal, wo wir hinbauen. Das heißt, dass das hier ist. Wir sind einfach mal zwei Blöcke zu weit in die Richtung. Finde ich super.
muss ich auch wirklich mit den teuren Materialien sparen, weil so oft kriegt man die Dinger ja auch nicht. Außer man reißt irgendwie ganze Ortschaften ab, dann hat man echt viele davon. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile um die 100.000 von den Feuersteinblöcken. Werde ich niemals so viel brauchen. Aber weil ich Ewoodsburg ja abgerissen habe, habe ich halt so viel. So. Und hier noch mal. Moment. Die eine Fackel muss ich jetzt von hier rausholen. Damit wir hier wieder sehen können. Perfekt, als wäre nie was gewesen. Ich traue mich nicht zu, rauszufinden, was da ist zum Abbauen. Da oben. Ich hoffe, da kommt noch was, damit man das erkennen kann. Ne, warte, hier benutzen wir wieder die Wand. Dann machen wir das so. Nicht immer funktioniert, wie man das gerne haben möchte, mit dem Andocken da. So, komm. Aber gleich haben wir den Keller. Gibt es hier eigentlich sowas wie Fliesen oder so? Fliesen hätte ich auch gerne irgendwie. So einen schönen Fliesenboden, so. Am besten mit so gewissen Mustern, also. Der war jetzt falsch.
Ey, ich mag Fliesenboden. Ob du es glaubst oder nicht. Klar, Parkettboden zwar auch, aber Fliesen? Ob du es glaubst oder nicht, wenn ich meine Küche selber gestalten könnte, ja? Ich möchte da kein Holz haben. Also auf dem Boden, kein Holzfußboden. Denn wenn mir in der Küche irgendwas passiert, so an einem Unfall, also jetzt nicht direkt mir, sondern wenn ich da irgendwie eine bestimmte Sauerei mache, was man in der Küche normalerweise auch immer macht. Nee, Schlafzimmer gehörten für mich nicht gefliest. Kannst du gerne selber machen. Aber Küche? Und zu gewissen Räumlichkeiten gehört halt Fliesen. Ein Badezimmer hätte ich hier auch gerne gefliest. Und wenn man schon die Wahl hat, einen Fliesenboden, oder beziehungsweise wenn man schon einen Fliesenboden nehmen muss, dann warum nicht einen schönen, ja? Oder hättest du lieber gerne einen hässlichen Fliesenboden? Okay, Freddy, dann erklär mal. In deinem Badezimmer, was hast du da für einen Boden? Ist da Parkett? Ist da Laminat? Ist da ein Teppichboden? Oder sind da Fliesen? Okay, dann was hättest du da lieber, wenn du es dir nicht aussuchen konntest? Was wäre dir da lieber in deinem Badezimmer da als Boden? Ein Teppichboden? Holzboden? Holz im Badezimmer, ernsthaft? Als Boden? Na, ich sag mal so, ich hätte da viel zu große Sorgen, dass das anfangen würde, irgendwie durch Feuchtigkeit oder sowas zu schimmeln. Hi, Oldcoin! Dass da Nässe durchkommt oder sowas. Also ich hätte da einfach zu viele Sorgen im Badezimmer Holzboden. Okay, klar, jeder kann seine eigene Meinung haben. Das will ich jetzt nicht abstreiten, sagen wir so. Ich würde aber Badezimmer kein Holz haben wollen. So, Oldcoin, du bist jetzt gerade dazugekommen. Wir haben gerade ein schönes Streitthema. Was für ein Fußboden gehört für dich in ein Badezimmer?
Ja, siehst du, Freddy? Oldcoin, der mag auch im Badezimmer fließen. Braune Fliesen? Ernsthaft? Oh Gott, braune Fliesen, das ist ja. Oh, mein Beileid. Im Badezimmer braune Fliesen zu haben. Also Badezimmer für mich, wenn auch, dann weiß. Oder irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht noch ein schönes Blau würde ich auch noch akzeptieren. Für mich so ein Badezimmer hat eigentlich, steril auszusehen, sage ich jetzt mal so. Und dann so ein Braun. Oder ein Bekannter von mir, der hatte noch schlimmere Fliesen im Badezimmer. Der, bei dem war das so eine Kombination aus Dings. Was, Freddy? Freddy, ich verstehe jetzt nicht, was. Ey, Freddy. Die Sache ist halt die. Die einen mögen meine Denkweise und die anderen liegen halt einfach falsch. So, warte mal. Komme ich da ran? Versuch mal irgendwie anders. Ich glaube, ich muss hier noch eine Stufe hoch. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, ich bin aber auch zum Glück kein Architekt. Ich rede hier aber auch nur von meinen Geschmäckern. Da hast du recht. Das ist wieder dein Punkt hier. Ist ja auch nur eine subjektive Meinung, was ich hier vertrete. Na, Freddy, da musst du aber auch wiederum sagen, deine Meinung vertritt ja auch nicht jeder. So, ist wieder dunkel. Ah, ich glaube, ich brauche doch noch ein bisschen die Fackel. Wie viel haben wir jetzt eigentlich da unten? Das ist eigentlich schon durch, oder? Alle Wände sind hier jetzt bedingst. Jetzt muss ich nur außenrum noch einmal gucken. Die Fackel nehmen wir mal wieder mit. Was habe ich gerade mitgenommen? Irgendwas habe ich. Wo ist meine Fackel?
Ich bin sofort gleich wieder bei euch. Ich habe meine Fackel verloren. Wo ist meine Fackel? Was habe ich gemacht? Ist die. Habe ich die geworfen? Ist die jetzt draußen? Ist die oben? Ist die hier? Ich bin meine Fackel losgeworden. Ohne dass ich es wollte. Jeder kann machen, was er will. Allerdings ändert das nichts daran, dass es am Ende vielleicht scheiße ist, die man macht. Eine freistehende Badewanne wird auch immer moderner. Kann man mögen? Ich gehöre da nicht. Aber nicht so. Meinung, die haben losgelöst von Wahrheit. Nur weil jemand eine Meinung hat, ist das nicht richtig. Altcoin, richtig geil gegeben. Wer im Glashaus sitzt. Ich glaube, ich bin die Fackel losgeworden, aus Versehen. Und ich hatte dabei so eine gute. Muss ich mir jetzt wieder eine neue machen? Wachsfackel. Wo finden wir den? Nochmal. Wo, bei wem konnten wir eine Fackel machen? Ich sehe jetzt keine Fackeln. Oh, warte, Lichtquellen. Da vielleicht? Nee. Harzfackel. Da. Und die Wachsfackel. Äste, Harz und Wachs. Okay. Wo habe ich jetzt das alles gehabt? Jetzt stört es mich, dass die noch nicht blau sind hier. Noch nicht magisch. So, Stapel teilen. Wo haben wir Wachs? Ich glaube, Wachs war. Ne, hier war Honig. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich glaube, ich bin ein bisschen doof gerade. Hier haben wir schon mal ein Harz. Okay, Wachs. Hier ist Honig. Das sind echt viel zu viele Kisten. Ich weiß. Aber ich brauche die alle. Und das ist nicht genug. Sage ich jetzt mal. Jetzt kommt, jetzt besitze ich keinen Wachs.
Doch, hier. Bei ihr konnten wir die machen, ne? Wachsfackel. Perfekt. Jetzt haben wir wieder eine. Alles klar, Oldcoin. Danke für den Lurk. So, einmal kurz muss ich hier auch nochmal kontrollieren. Wie sieht es denn hier aus? Alles noch so geblieben, wie ich das haben wollte drumherum? Ja. Und da war da gerade ein Loch. Ne, hier war kein Loch. Aber ich muss hier nochmal vielleicht alles einmal so dicht machen. Damit es hier nicht mehr die Probleme von einem Hohlraum gibt, sage ich jetzt mal. Ich mag es einfach nicht, wenn hier ein Hohlraum ist. Bisschen höher. So, funktioniert das? Ja. Die Höhe funzt. Gewissermaßen. Wie jetzt Orks und Geschöpfe Adamus? Ist die Info mir entgangen oder habe ich was Falsches verstanden? Oder ist das eine Info, die in Gothic 3 quasi nur existiert? Oder Arcania oder was sich als Gothic ausgibt, aber nicht ist? Du hattest geschrieben gehabt, Freddy. Wie du tötest Geschöpfe Adanos, und ich gehe mal davon aus, dass du auf Oldcoin da geantwortet hast. Und ich war dann jetzt irritiert, so, hä, waren jetzt die Orks Geschöpfe Adanos? Ist die Info mir entfallen? Oder war das irgendwie scherzhaft gemeint? Weil mir war das irgendwie nicht bekannt, sage ich jetzt mal so. Ich muss aber auch sagen, ich habe wahrscheinlich mehr als die Hälfte von dem, was in Gothic 3 erzählt wurde, wieder vergessen, sagen wir mal so. Wie gesagt, das Arrakos war doch aus Gothic 3, der Waldläufer. Und ich habe mehr als die Hälfte von dem, was in Gothic 3 vorkommt, vergessen. Weil da irgendwie... Weil da einfach irgendwie, so leid es mir auch tut, aber...
da so viel einfach irgendwie für meinen Kopf nicht relevant zum Beibehalten, sagen wir mal so. So vieles. Das tut mir echt leid, aber was soll ich da machen? Okay, ihr habt das auch schon 1000 Mal gespielt. Das stimmt auch. Ich bin noch ein Newbie. Ich habe nur Gothic 1 bisher jetzt das dritte Mal. Noch nicht einmal durch. Der dritte Run läuft ja immer noch. Du musst ja immer noch eigentlich mal zu Ende machen. So. Warte mal, hier passt mir was nicht. Jetzt passt es mir. So, was stimmt hier jetzt nicht? Machen wir das so weg. So, aber ich würde jetzt auch einmal ganz kurz weggehen, also auf die Toilette. Und ich bewege mir mal lieber. Wo kann ich hin? Ja, komm, wir gehen eben ganz schnell nach oben. So. Dann bleiben wir hier. Ich mache jetzt einen kurzen Break. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, ich lasse euch das einfach so da. Ich bin dann gleich wieder da.